Okay. Weiter geht's zum letzten Part für heute. Mineralwasser. 30 Elan-Punkte. Okay, neue Schemen. Die Wadenbeißer. Wieso Wadenbeißer? Beißen die mir in die Waden oder was? Wieso hat er den jetzt nicht bekommen? Okay. Schießen wir mal so. Oh. Bitte. Komm, ich mache einen Schuss. Dragon Ball. Was zur Hölle? Ey, willst du mich verarschen? Das glaube ich jetzt nicht, was da gerade passiert ist. Und was haben wir? Du verlierst 3 Elan-Punkte. Ah, okay. Man kann auch Spiele verlieren, ist ja nicht so schlimm. Erstmal aber alles untersuchen. Erstmal alles untersuchen. Schießen wir mal. Schießen. Fang. Durchsetzen. Oh nein. Grätschen. Als Torwart kann man das jetzt schon? Jetzt fange ich auch immer so scheiße an zu spielen, Mann. Meine Fresse. Jetzt habe ich den doch. Den kriegt er jetzt nicht mehr. Ja, endlich. Jetzt habe ich meine Revanche. Ich muss auch jetzt noch ein bisschen leveln gehen, glaube ich mal. Oh, kann ich da hoch irgendwas? Nein. Man kriegt sehr viel schnell ein Level up hier. Ich habe noch nicht alles untersucht. Kommt raus und zeigt euch, wo ihr auch seid. Was ist das für eine geile Mucke?
Hahaha. Kommt ihr wirklich aus dem Weltraum? Warum versteckt ihr euch? Stellt ihr euch unsere Herausforderung oder nicht? Was sollen wir tun, Captain? Diese Bande hat bereits die Raimon Junior High zerstört. Wir können sie unmöglich schlagen. Unsere einzige Möglichkeit ist, nicht gegen sie anzutreten. Ja, du hast recht. Sowohl unserer Schule nicht zu spielen ist der einzige Weg. Und? Habt ihr euch entschieden? Ja, das haben wir. Wir weigern uns, gegen euch zu spielen. Hehehe. Hehehe. Schwächlinge. Was macht ihr denn da? Wir zerstören unsere Schule, eure Schule. Was? Eure Weigerung beweist, wie schwach ihr wirklich seid. Eure Feigheit kommt einer Niederlage gleich. Und eine Niederlage wird mit Zerstörung bestraft. Wartet, halt, ihr könnt doch nicht... Nein! Halt! Oh nein, ich hab auch nicht geheilt. Du? Ja, ich bin Mark Evans, Mannschaftskapitän des Fußballclubs der Raimon Junior High. Wir werden statt Umbrella gegen euch spielen. Wie sieht's aus? Ist es das, was ihr wolltet? Mark! Ja, endlich zeigt ihr euch. Was? Die Meister da, wie nennt ihr euren lächerliches Turnier? Die Football Frontier? Ihr seid also die Inosuma 11. Ihr wisst, wer wir sind? Das ist perfekt. Der Rest der Menschen wird uns verängstigt sein, wenn ihr euch schlagt. Die verbleibenden Erdlinge werden verzweifeln, wenn sie merken, dass selbst ihre besten Spieler uns nicht aufhalten können. Du Mieser! Wieso die Besten? Es gibt auch noch die Erwachsenen-Spieler, oder sind die so schlechter als die hier, oder was? Hört gut zu, jämmerliche Erdbewohner. Mein Name ist Janus. Ich komme aus Chrono Trigger und wir sind Jiminy Storm. Wir sind hier, um euer Schicksal zu bestimmen, Erdlinge. Unser Schicksal? Was glaubt ihr, wer ihr seid? Was ist... Und was für ein falsches Spiel habt ihr mit dem Fußball vor? Fußball ist kein Mittel zur Unterdrückung. Es ist ein wunderschönes Spiel, das Menschen zusammenbringt und ihnen Hoffnung gibt. Vielleicht begreift ihr das nicht, wenn ihr erst gegen euch gewinnt. Oder so. Aber Mark, Axel ist nicht hier. Können wir es wirklich mit ihnen aufnehmen? Wovor hast du solche Angst vorzeit? Wir sind die amtierenden Meister. Zeigen wir diesen Monster, wo wir trainiert haben. Aber das ist doch Aliens. Glaub an dich, Wallzeit. Du, ich meine, wir können das schaffen. Sharp, du hast recht, ich bin dabei. Haltet euch bereit, Alias Academy. Wir befördern euch gleich zurück ins Weltall. Dun, 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 dun. Tasch, bin bereit. Umbrella Junior High. Glaubt ihr etwa, ihr könntet Fußball als Mittel zur Schwierigkeit missbrauchen? Das werde ich verhindern. Ha, deine trotzige Haltung ist sehr putzig. Versuch ruhig, uns aufzuhalten, wenn du es klappst. Ihr habt unsere Schule den Erdboden gleich gemacht. Es ist mir egal, von welchem Planeten ihr kommt. Auf dem Fußballplatz sind wir unschlagbar. Genau. Wir haben die Football Frontier gewonnen. Vergesst das bloß nicht. Ich glaube, es gibt ein Sprichwort hier auf der Erde. Hochmut kommt vor dem Fall. Glaubt ihr etwa, dass wir euch damit durchkommen lassen? Auf keinen Fall. Wir nehmen es mit euch auf, Alias, und wir werden gewinnen. Was? Überall aufs Tor zu schießen zu können? Die Fernschüsse eignen sich mit L markierte Spezial. Ach so, das ist was Neues, das hatte ich davon nicht. Ich hoffe kein 4 gegen 4 oder so. Kein Bock auf sowas. Okay. Geile Mucke. Grätschen wir mal. Sie sind zu schnell. Grätsch auch mal. Ey, 2 gegen 1, wir ficken dich jetzt.
Was? What the fuck? Verflixt. Hast du das gesehen? Wahrzeit, komm. Himmelshand. Wir haben jetzt den Ball. What the fuck? Tor! Närrische Menschen. Wollt ihr mich verarschen? Ach du Wurm. Guter Schuss, aber der nächste. Halt die sicher. Och du heilige Scheiße, das wird ein Spaß. Was? Was war das denn für eine Aktion? Wo sind meine Spieler? Grätsch mal. Also ich kann das Spiel... Ihre Geschwindigkeit ist phänomenal. Also willst du mir sagen, dass ihr gar nicht versuchen soll, irgendwas zu machen, weil die würde mich immer ficken? Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Sie sind so schnell. Sogar noch schneller als die Zeus Junior High. Ich will zu meiner Mama, Weichei. Kann das wirklich wahr sein? Kommen die wirklich aus dem All? Unglaublich. Wir können einfach nicht mithalten. Wie können wir sie nur aufhalten? Gib nicht auf. Wir haben doch gerade erst angefangen. Haltet einfach durch, bis Axel kommt. Er ist bestimmt schon auf dem Weg. Ja, wenn Axel hier wäre, könnten wir vielleicht... Ja, wo ist er, wenn man ihn braucht? Kommt schon, Leute. Lasst euch nicht hängen. Jetzt schießen wir erstmal ein Tor und dann sehen wir weiter. Beeil dich, Sylvia. Wir hatten es nie mehr so an außergewöhnlichen Fähigkeiten zu tun gehabt. Die Aliens schossen ein Tor nach dem anderen. Schon nach der ersten Halbzeit stand es bereits 10:0 für die Aliens Akademie. Wir hatten keine Chance, ein Tor zu schießen. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir wussten, dass er uns noch rausboxen würde. Nur Axel konnte jetzt noch ein Tor für uns schießen und das Spiel zu unseren Gunsten wenden. Also warteten wir auf ihn. Was hätten wir auch sonst für ihn tun sollen? Tun sollen, so. Mehr habt ihr nicht zu bieten? Eure Mühe ist vergebens, Menschen. Wir sind die Alice Academy und nichts kann uns aufhalten. Was hast du gesagt? Außerirdische Pack. Könnt ihr denn wirklich nichts tun, um sie zu schlagen? Sie haben so viele Tore geschossen, dass nicht mal Axel uns noch retten kann. Seien wir realistisch. Umbrella Junior High ist dem Untergang geweiht. Genau wie die Raimon. Reißt euch zusammen, Leute. Die zweite Halbzeit fängt an. Konzentriert euch auf das Spiel. Oh, jetzt ist alles verloren. Wir haben noch eine Chance, Leute. Bis zum Abpfiff ist nicht entschieden. Wir müssen bloß unser erstes Tor schießen. Wenn wir das schaffen, werden wir das Blatt wenden und gewinnen. Mark! Yay! Zeit für eine Auswechslung. Axel, du bist hier. Warum hast du so lange gebraucht? Sie sind gut. Axel, richtig gut. In der ersten Halbzeit haben sie uns praktisch überrollt. Ich weiß, das ist also die Alice Academy. Ja, 4 Stück sind es das. Ach, das ist euer Stürmer-Ass? Richtig? Jetzt wird's interessant. Mhm. Du kommst hier rein. So. Und wir sehen uns das nächste Mal.